Okay, der scheint nicht langsamer zu sein. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Forza 3 auf der Xbox 360. Hier sehen wir schon die nächste Strecke, Road Atlanta, ein Zwischensport. Die Strecke kenne ich ganz gut. Zur normalen Serie, wo ich im Moment mit dem Lamborghini Reven Tong fahre. Und jetzt geht es hier mit dem Ferrari 599 bla 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 in eine Zwischenserie. Da ist er! Oh, oh, 3, 2, 1, los! Also ich müsste hier eigentlich motormäßig, ja, man sieht es schon, total überlegen sein. Oha! Ich konnte komischerweise mit dem Ferrari teilnehmen. Obwohl ich eigentlich... Oh. Obwohl ich eigentlich von den Daten her viel zu gut bin, sage ich jetzt mal. Also irgendwie fährt der sich total komisch. So, ich habe ja eben auch noch GTA gezockt, deswegen... Also man sieht hier schon, was ich meine mit total überlegen. Von der Motorleistung her... Oh, die Strecke ist um einiges kürzer. Oha, also über... Oh, untersteuern ohne Ende. Und da ist die Strecke auch schon... Oh, ich dachte, ich muss hier rechts... Okay, erste Runde bin ich mal nicht Erster gewesen. Aber seht euch das an. Ich würde mal sagen, wenn ich mich hier daran halte, wo ich bremsen muss, aber das Auto fährt sich ja zum Kotzen. Alter Falter. Ich hätte mal den Nissan Skyline nehmen sollen. Muss ich mich hier langsam wieder nach vorne fahren. So, komme ich vorbei. Jawohl. Und dann habe ich in der nächsten Runde noch Zeit, wieder Erster zu werden. Mann, der bremst aber kacke. Mann, fährt der sich scheiße. Und das soll ein Ferrari sein. Alter, das ist ja mal eine richtige Herausforderung hier. Mit diesem Scheißer zu fahren. So ein kleines Scheißerchen ist das. Halt! Lass mich zumindest vorbei. Also ich möchte gleich mein Auto wechseln, wenn das noch geht. Aber ich glaube eher nicht. Wenn ich denn ein passendes Auto hierfür habe. Also für diese drei Rennen hier als Zwischensport quasi. Bevor es in der Meisterschaft wieder weitergeht. Alter, das Auto ist echt komisch. Das soll ein Ferrari sein und fährt sich wie ein Sack Nüsse. Ja, und das war dritte von drei Runden und damit Sieg Nummer 1, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sieht auch gar nicht wirklich wie ein Ferrari aus. Naja, fortsetzen... Gibt hier insgesamt 6000 Credits. Oh, Autostufe 1 erreicht. Ja, und das gibt hier dann nochmal... okay. Ihr Ferrari hat Autostufe 1 erreicht. Ich würde ja gerne nochmal ein schönes Rennen mit dem Ferrari F40 fahren. Das wäre ja nochmal ein Träumchen. So. Rennen 1 von 3 habe ich dann mal erfolgreich beendet.
Coupé Road Test nennt sich das. Auto wechseln. Würde gehen. Da wäre der Skyline. Kann ich den fahren? Ja. Sieht so aus. Dann fahre ich jetzt mal Skyline. Tsukuba Circuit. Full Circuit. 3 Runden. Ja, das erste Mal mit dem Skyline unterwegs, ohne da überhaupt irgendwas dran zu tunen. Das erste Rennen habe ich gewonnen. Also ich kann, naja, eigentlich nicht. Da passiert irgendwas an der Decke. Also meine Nachbarn, die über mir wohnen, machen da irgendwas an ihrem Fußboden. So, ja, jedes Auto hat nicht nur eine. Verwenden Sie die Funktion Messen, um Ihr Auto auf den Prüfstand zu stellen. Aha, das ist ja auch neu. Funktion Messen. So, hier sehen wir auch gleich ein paar schöne Bilder der Strecke. Ja, das Laden dauert immer recht lang. Ich habe eigentlich keine Lust, das immer so zusammenzuschneiden. Deswegen überquatsche ich das. Da ist er. Nissan Skyline. Oh, 3, 2, 1, go. Wow. Okay, der scheint nicht langsamer zu sein. Hat ganz gut Druck, finde ich. Okay, ist jetzt kein Rennauto. Aber so, wenn ich hier gleich anfahre, oh Gott. Das zieht ja ganz gut los. Für ein Straßenauto, so, ne? Wow. So, wenn die vorfahren, dann kann ich wenigstens hinterherfahren und die Strecke ein bisschen üben. Mann, ich habe hier aber auch wieder ein richtiges Pfund an Mehrleistung. Man hört jedes Mal den Turbo. Ja, und schon wieder vorbei. Ja, so Nissan Skyline in echt ist natürlich noch mal ein bisschen geiler als hier bei Forza. So, aber um dieses Rennen hier gegen diese Gegner zu gewinnen, reicht es allemal. Die Bremse ist nicht die beste. Oh, und jetzt? Bis 9, ne? Also das ist schon eine Nummer. Hat nicht die beste Bodenhaftung hier. Aber das war die zweite Runde. Ich habe schon ein bisschen Vorsprung. Wir die ersten zwei Gänge hochziehen schon. So, Hauptsache ich kann geradeaus weiterfahren jetzt mit diesem Auto. Diese Kurve habe ich 3-mal verpasst eben, wo ich reingerauscht bin. Ich denke, wenn man den richtig tuned, ist der nachher so unfahrbar wie der Corrado, den ich ja auch voll getuned hatte. Das Ding war ja auch unfahrbar nachher. Oh. Reicht das für den Sieg? Natürlich! Zweites Rennen, zweiter Sieg. Im Nissan Skyline. Gibt auch ein paar Credits hier. Oh, hat er raucht. Ja, ich hab's ihm so richtig gegeben. Autostufe 1 erreicht. Aha. Ja, also der mit dem Sportgetriebe, dass die Schaltwege wie bei dem einen roten Porsche, den ich habe, wirklich. Ja, ich dreh schon wieder durch.
So ein Rennen kommt noch. Gucken, ob ich nochmal das Auto wechseln kann. Zwei Rennen, zwei Siege. Wenn ich jetzt Zweiter werde hinter dem Roten, dann Auto wechseln. Short Circuit. Ich hätte hier noch einen Porsche oder einen Camaro. Aber ja, der Porsche hat auch noch. Mit dem bin ich auch noch nicht gefahren, also nehmen wir mal den Porsche. Oh, 5 Runden. Das ist ja mal eine Mini-Strecke. 95 belegten McLaren F1 den ersten, dritten und vierten und fünften Platz. Aha. Sir Jack Brabham. Aha. Top Fuel Dragster verbrauchen einen Reifensatz auf einer Distanz von 2 Meilen. Ja, reinste Materialschlachten sind diese Dragster. Aber das ist mir doch egal, ne? So, Maple Valley Raceway. Oh, und ich höre Ton. Short Circuit, 5 Runden. Maple Valley Raceway. Rennen starten. Und wieder wird geladen. Ja, ich habe es ja eben auch schon mal erzählt. Ich versuche es mit Palaver und Palavern, diese Wartezeiten immer zu überbrücken. Castrol, und da ist mein Porsche. GT2. Eins, los! Okay. Der geht ja nun nicht wirklich ab, ne? Vielleicht bin ich auch diesem Lamborghini einfach schon zu gewohnt. Diese schnellen, richtig schnellen Autos hier. So ist die Frage, wie komme ich mit dem klar? Also aufgrund dessen, dass das Auto nun wirklich nicht schnell ist und ich die anderen gerade nicht wirklich abhängen kann. Da kommt er. Wenn er schafft, darf er vorbei. Habe ich wenigstens. Kann ich mal hinterherfahren hier? Das mache ich ja. Wie gesagt, ich mache das echt gerne. Ich fahre lieber so ein bisschen hinterher als vorne weg. Und hole ihn mir dann in den letzten 1, 2, 3 Kurven. So sieht man dann auch immer, wo der schnell und langsam fährt. Also mein Motor ist ein bisschen stärker, also den könnte ich hier schon ausbeschleunigen. Aber hier, oha, da ist er dann doch. Nee, nicht schneller, aber gut. So, ich glaube, die Strecke kenne ich. Ich glaube, ich kann dann jetzt mal Schwung mitnehmen. Hier einfach mal vorbeigehen und gucken, ob ich mich hier absetzen kann. Ja, auch bei diesem Porsche, irgendwie scheint es ein Porsche-Phänomen zu sein, übersteuern. So, Runde 4. Also jeden Porsche, den ich bisher gefahren bin, hier in Forza, immer übersteuern. Untersteuern. Das Auto, also untersteuern, das Auto schiebt über die Vorderachse. Also wenn der hier mehr Leistung hätte, wäre das Teil, ich würde jetzt nicht sagen unfahrbar. Aber hier, ganz klar. Habt ihr gesehen? Also jetzt wird diese. Mit der Motorleistung lässt sich das Ding ganz gut fahren, aber wenn das Teil mehr Motorleistung hätte, mehr Kraft auf den Hinterrädern, würde das Ding, glaube ich, noch mehr über die Vorderachse schieben. Man müsste sich richtig dran gewöhnen. Also ich bin hier noch kein Porsche-Fan. Im Moment Lamborghini, das sind bisher die besten Rennautos. Der Aventador war einsame Weltklasse. Der Reventon, ja, der ist einfach auf der Geraden unschlagbar. So, das ist jetzt die letzte Runde hier. Noch einmal gleich hier diese rechts
ohne Gas und Vollgas. Und das ist dann der dritte Sieg im dritten Rennen. Bitteschön. Ja, war ja nun wirklich kein Problem. Nochmal ein paar Credits verdient. Auch dieses Auto zur nächsten Autostufe gebracht. Ja, ein neues Auto habe ich bisher noch nicht bekommen. Aber... tja. Kein Wenn und kein Aber. Palaver. Ja, als nächstes geht es ja wieder weiter mit dem... mit dem Rivington. Genau, jetzt geht's in R3 World Cup weiter. Class R3. Rennen 4 von 9. Oh, ich bin bislang Erster. In Silverstone. Natürlich. Ich meine, das war ein cooles Auto. Der ist scheiße. Ich fahre mit dem Rivington. Ich habe noch nicht die Autostufe 3 erreicht. Ja, also hier geht's beim nächsten Mal weiter. 9 Runden in Silverstone. Und wenn ihr dabei sein wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich kann euch nochmal hier die Gesamtwertung zeigen. 2 Punkte Vorsprung vor dem Ferrari 430 GT. Und dahinter ein Porsche GT3 RSR, würde ich sagen. Dahinter ein BMW. Und alles, was dann kommt... oh, Commodore, was ist das? Naja, gut, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.